Herzlich willkommen zum Sternenstaub Adventskalender aus Dilbrecht. Herzlich willkommen zur 19. Etappe Stallgeruch. Wir sind mit den Weisen aus dem Morgenland unterwegs zur Krippe. Wir haben den neuen König gesucht. Es stand ja in den Sternen geschrieben. Es war ganz klar, da liegt etwas in der Luft. Jetzt stehen die Weisen vor dem angekündigten König. Und vermutlich rümpfen sie erstmal ein wenig die Nase. Dieser König hat Stallgeruch. Und das soll er wirklich sein? Königlich kommt das nicht gerade rüber. Da liegt also der neue König umgeben von Stroh und Leinen, aber kein Samt und Seide. Sein Palast ist eher ein Heuhotel und das wirkt nicht ganz so himmlisch, wie wir dachten. Gott scheint es eher einfach zu mögen. Das ist nicht das, was wir erwartet haben. Die Weisen stehen an der Krippe und fühlen sich vielleicht wie ein Esel. Dieser König provoziert also dadurch, dass er kommt, so wie er kommt. Er provoziert auch dazu, neu zu denken. Denn er wählt einen ganz anderen Weg, als wir Menschen uns das normalerweise vorstellen würden. Nicht das erwartete Programm wie ein König im Palast, eine Herrschaft von oben herunter. Dieser König schlägt genau die entgegengesetzte Richtung ein. Er will ein König von unten sein. Er geht mitten unter die Menschen. Und so hat dieser König Stallgeruch. Im Sprichwort heißt es ja manchmal, jemand passt rein, der passt hier rein. Damit sagt man nichts anderes also, als er spricht die Sprache der Leute, verständlich und klar. Er ist auch vor allem nah an den Menschen und an dem, was sie bewegt. Er versteht sie, hört zu und wird verstanden. Er ist zugänglich, auch bodenständig, aber auf jeden Fall auf Augenhöhe. Mit der Krippe zeigt sich, Gott hat Stallgeruch. Er geht ganz auf Augenhöhe mit den Menschen, will uns ganz nah sein. In der Kirche hat man traditionell ja eher Weihrauch als Duft verbreitet. Aber in der Kirche Stallgeruch, Düngergeruch, Kuhmistgeruch, ein Duft für die Kirche? Aber genau so soll die Kirche sein, bei den Menschen. Und deshalb dieser Stallgeruch. Und deshalb macht es mir auch nichts aus, wenn ich ab und zu nach Bier rieche oder der Zigarettenqualm in meinen Klamotten steckt. Jesus sagt uns, geht raus und verkündet die frohe Botschaft. Weil Gott zu uns gekommen ist, er sagt nicht, bringt alle Menschen in den Gottesdienst. Natürlich ist das klasse, wenn an Weihnachten der Gottesdienst in den Kirchen mal wieder so richtig schön voll wird. Aber das ist es nicht. Denn Weihnachten geht genau die andere Richtung. Und die Richtung, die können wir nur mitdenken, nachdenken und dabei vielleicht eben auch umdenken. Gott kommt ja zu den Menschen. Und wenn Gott zu den Menschen ist, dann ist unsere Mission eben genau das, dass wir eben auch zu den Menschen gehen. Dass so ist die Aufgabe der Kirche, zu den Menschen zu gehen, sich auf den Weg zu machen. Das macht auch unser Posaunenchor, der an mehreren Stellen die frohe Botschaft in unsere Dörfer im wahrsten Wortsinne hinaus posaunt. Die Frage lautet also nochmal, wie kommt Hoffnung in das Leben der Menschen? Es geht also mitten hinein ins Leben, in den Alltag. In der Art und Weise und in der Sprache, die die Menschen verstehen. Es geht darum, dass wir zuhören, dass wir verstehen, dass wir verstanden werden, dass die frohe Botschaft so ankommt. Und vielleicht brauchen wir dafür den richtigen Riecher für das, was gerade in der Luft liegt. Wir brauchen den richtigen Riecher und können dafür beten, dass der Heilige Geist uns diesen Riecher schenkt, damit wir Kirche mit Stallgeruch sind. Und das wünsche ich uns für diesen Advent, das wünsche ich uns aber auch für die Zukunft, dass wir so eine Kirchengemeinde sind und werden mit
Stallgeruch. Einen gesegneten Advent. Bis bald.